Ja, Buddy, was geht ab, ihr Lieben? Seid ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Tower Defense 2, meinem momentanen Lieblings-Minigame. Beziehungsweise es ist schon mehr als ein Minigame, weil wir es ja inzwischen seit, ich glaube, knapp 20 Folgen spielen. Aber ich werde auch im Moment nicht aufhören. Das macht mir riesen Spaß. Ich sehe auch, dass es euch Spaß macht. Viele sind jede Folge mit dabei. Lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Und wenn euch das natürlich immer gefällt, dann lasst bei mir auch einen Daumen hoch da. Gebt auf jeden Fall nochmal ein nettes Kommentar ab. Und von mir aus spielt das Game selbst. Das Einzige, was man hier machen muss, ist, sich ganz kurz zu registrieren. Passwort, E-Mail-Adresse. Und jetzt geht's weiter in der Story, hoffe ich zumindest. Wir haben ja in der letzten Folge unsere Pokémon ein bisschen trainiert, um jetzt hier die beiden Bösewichte, beziehungsweise hier den tätowierten Muskelprotz und sein Kickli hier zu besiegen. Oh, da ging was. Ha, hat es sich echt gelohnt? Komm schon. Hier, das ist Razzaf oder so, ne? Ah, komm schon. Yes. Und jetzt rüber. Und jetzt rüber hier, meine Freunde. Oh yeah, das hätte ich nicht gedacht. Es hat sich echt mega... Also, ich habe es vielleicht schon ein bisschen gedacht. Ich habe ja nicht umsonst in der letzten Folge so... Wow, meine Pokémon trainiert, aber die haben ja richtig Power bekommen. Please. Und da kommt der nächste. Ich zoome mal ein bisschen, dann sehen wir das besser. Komm schon. Kannst du den noch packen? Ah, packst du nicht mehr. Okay. Okay, dann wieder ein bisschen rauszoomen. Damit... Ah! Alter! Was ist das für ein geiles Pokémon? Junge, ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich finde es aber mega. Junge, und dann, na gut, wir sind auf jeden Fall weitergekommen, sagen wir es mal so. Aber das heißt nicht, dass es schon gewonnen ist, so wie man sieht. Ich glaube, gegen, das war ein Stahl-Pokémon, glaube ich. Dagegen wäre, ah ja, Flamethrower ist ja damit gut, ne? Hier haben wir 80 Burn Chance, ja. Ich habe Kick, doch, ich habe Kickli besiegt. So, Razzaf sollte ich ja auch besiegen, ne? Nice, da ist einer schon mal ein Level gestiegen. Was wir machen müssen, ich habe jetzt nochmal einen kleinen Trick auf Lager. Und zwar geht der direkt hier rüber und der geht direkt hier rüber. So, da können sie nämlich ein bisschen länger Schaden machen. Wupp, was ist jetzt los? Hoffentlich funktioniert das auch. So, wir starten sogar mal jetzt ganz oben. Vielleicht ist das sogar noch ein besserer Trick. Upp, schnell. Ja, es geht schon los. Alter Belly. Das ist aber ein Stahl-Pokémon vom Feinsten, ey. Komm schon. Boah, den kann ich nicht kalt machen, oder? Komm schon. Das war mega close. Junge, da kommt da jetzt noch einer. Von welcher Seite? Okay, jetzt ist er wohl wieder dran. Nice! Wie ist das Pokémon hier nochmal? Punch, nicht Punchy, sondern... Hä, was macht der? Lol. Ha, was fliegt hier so ein Punch lang? Was ist das denn? Hä? Will der mich verkaspern oder was? Was soll das denn? Oh, shit. Nein! Komm schon! Nein, das war ultra close. Ey, wir werden es einfach weiter versuchen. Ich muss in dieser Folge hier den Bösewicht auf jeden Fall irgendwie besiegen. Interessant, was man schon wieder für Techniken einsetzen muss. So, aber inzwischen haben wir es, glaube ich, ganz gut raus. Also zumindest den Anfang hier zu packen. So, der Razzaf ist jetzt auch kein Problem. Die gehen direkt erstmal rüber. Zack, 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 zack. Auf jeden Fall müssen wir den besiegen, beziehungsweise die beiden, damit wir in der Story natürlich ein bisschen weiterkommen. Oh. Ich hätte eigentlich gerne meine zwei starken Biester oben. Die müssen so früh wie möglich Schaden machen. So, entspannt. Schnell! Na komm! Ah,
Er ist zu stark. So, jetzt ist wieder der andere dran, oder? Ja, oder erzähle ich jetzt was Falsches? Ne. So. Na gut, die zur Seite zu stellen, das ist ja die leichteste Aufgabe. Die machen das extra so langsam, damit man das Spiel bestimmt beschleunigt und danach kommst du gar nicht mehr klar. So, jetzt gehen die wieder direkt nach oben. Dann gehen die hier rein. Und jetzt kommt, ja. Boah, der ist schnell. Ist echt schnell. Ist echt schnell und gewitzt. Nice. Besiegt. Und direkt wieder hoch, direkt wieder hoch. Keine Müdigkeit, Papa. Da kommt schon der Nächste. Da kommt schon der Nächste. Komm. Epp. Komm, Epp. Komm schon. Oh. Junge, wann habe ich den besiegt? Ich gebe mir schon größte Mühe. Zack. Schnell, oh, schnell wieder hoch. Geh, was? Wow, wow, wow. Epp. Alter Belly. Junge, das ist hier höchst. Oh. Höchstleistung. Höchstleistung. Komm schon. Ihr beide habt ihn. Ihr beide habt ihn. Yes. Dann kommt. Alter. Das ist ja wohl gerade das Schwerste, was ich bisher meistern müsste. Zack. 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 Komm schon. Komm schon, Geowatz. Nein. Wieder nicht geschafft. Puh, ey, das ist so hart. Das ist so hart. Vor allen Dingen habe ich jetzt schon vergessen, was ich jetzt am Anfang machen muss. Zack, die kommen hier rüber. Ah, wie? Wieso starte ich jetzt bei Kikli? Speichert sich... Ah, das wäre aber ganz cool. Speichert sich da vielleicht irgendwie was Kleines schon? Oder bin ich jetzt total verballert? Das könnte natürlich auch sein. Nein, das ist wirklich von Anfang an. Oh, was erzähle ich denn, ey? Da habe ich jetzt sogar schon den ersten Bonbon raus. Na toll. Nee, ne? Oh, jetzt mache ich schon auf gemütlich. Ey, das fordert richtig Konzentration. Ja, die beiden kann ich sowieso nicht besiegen. Oh, direkt nochmal. Also, es geht los hier oben. Zack. Ja, ich sag mal so, wenigstens werden meine Pokémon auch passiv ein bisschen trainiert. Also, hier. Haben wir gleich das nächste Level. Hier haben wir gleich das nächste Level. So, let's go. Nice, noch kaputt gekriegt. Ist von. Mmh. Oh, meine Konzentration. Ah, du kann, auf Dauer kannst du dem gar nicht standhalten, ey. Vor allen Dingen, du kannst ja auch nur 6 Pokémon aufstellen. Wie. Alter, wie viel willst du hier noch machen? Zack, so, die stärksten nach vorne. Stimmt, zack, zack, zack.
Na komm. Schnell. Hüp. 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 Nice. Nach oben. Hüp. Und jetzt unten. Und jetzt nochmal hier. Und nochmal hier. Ey, das gibt's doch gar nicht. Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir noch ein bisschen die Pokémon hochleveln müssen. Also von daher, Leute, werde ich in der nächsten Folge einfach mal eine Folge einlegen, wo ich, glaube ich, alle Pokémon 2-3 Level oder so hochlevel. Das ist ja unglaublich, was ich hier an Training reinstecken muss, um hier weiterzukommen. Das heißt, in der nächsten Folge geht es auf jeden Fall hier erstmal weiter. Wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen trainiert. Es reicht aber einfach nicht. Unglaublich, dabei sind meine Pokémon auf einem unfassbar hohen Level, 62, 56. Also das Schwächste ist Level 54 von meinen aktiven Pokémon. Also mega, mega stark, aber es reicht einfach nicht. Naja, letztendlich geht es ja auch um den Fight, um irgendwie, dass Ho-Oh uns damit wahrscheinlich beauftragt, Shadow Lugia oder uns irgendwie in ein Geheimnis einweiht, wie wir Shadow Lugia finden, wie wir Shadow Lugia besiegen. Ein krasses Ding spielt sich hier ab. Wir müssen auf jeden Fall stärkere Pokémon haben. Von daher, nächste Folge wird gelevelt, gelevelt, gelevelt. Ich denke mal 20, 30 Minuten werde ich einfach nur hochleveln. Ich danke euch fürs Zuschauen, Leute. Gebt ein Däumlein nach oben. Bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Powerwort. Ciao, ciao.